So. Die paar werden nicht reichen, aber von den 9 bekommen wir jetzt nochmal jeweils 3 Samen. Dann haben wir schon 27. Können wir die Linie ein bisschen länger machen. Das summiert sich hoffentlich. Okay, dann wollten noch die Schmelzöfen richtig einstellen. Das ist so eine Sache. Momentan ist hier nämlich recht viel Zeug noch im Weg. Und hier müsste eigentlich noch ein Fließband hin. Also später, wenn der Bahnhof hier oben steht, kommen die Erze entweder von hier rum auf die mittleren Fließbänder oder von da rum auf die mittleren Fließbänder. Welche Richtung habe ich noch keine Ahnung. Dann ist auf dem einen Kupfer drauf und dem anderen ist Eisen drauf. Das heißt, jeweils nördlich und südlich davon müssen die Schmelzöfen hin. Steckt mal die Schmelzöfen. So. Das heißt, einmal hier und einmal hier. Sieht soweit noch ganz okay aus. Auch wenn der eine Schmelzofen den Strommast unten hat, der andere auch. Der müsste den eigentlich oben haben, oder? Egal. Und dann werden die Ressourcen nach außen gelegt. Also hier auf das schon vorhandene Fließband und da auf ein etwas höher gelegenes Fließband hier. Und wo die dann wann hinkommen und wo welche Lebenslinien sind und was weiß ich, das ist dann später was anderes. Wichtig ist erstmal nur, dass wir das so ungefähr aufbauen. Jetzt hat das allerdings noch keinen Sinn. Naja, doch, wir könnten jetzt die Schmelzöfen hier hinstellen. Die sollen ja hier so lang, ne? Müssen wir schon wieder Bäume abhacken, das ist nicht gut. So, so. Also wir könnten die Schmelzöfen, die wir jetzt gebaut haben, schon mal nutzen, um das restliche Kupfer einzuschmelzen. Also nicht, dass wir das Kupfer wirklich jetzt bräuchten, aber ne, es schadet nicht, das schon mal vorrätig zu haben und diese Mine hier möglichst schnell abzubauen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach von oben. Mal du. So, so. Dann nehmen wir uns einfach von oben Kupfer. Und legen das dann innen drauf. Ja, es klappt. Okay. Schmelzofen. Schmelzofen, Schmelzofen. Oh, wir brauchen 2 neue von diesen Ärmchen da. Du, nimm schon mal, nimm schon mal. Grüne Chips. Ich sollte mehr grüne Chips vorrätig in meinem Inventar haben, damit das Craften im Inventar schneller geht. So. Was sagt Strom? Strom sagt, geht noch. Ja. Weil die sind echt super, die blauen Dinger. Okay. Also, ne? So kommen die Schmelzöfen später hin. Ich will das jetzt nur nicht weiter ausbauen, weil oben macht das keinen Sinn. Und die 4 sollten eigentlich erstmal reichen. Das heißt, du kannst nochmal weg. Warte mal, eigentlich könnten wir jetzt die abbauen, oder? Weiß ja nicht. Wie viele Schmelzöfen haben wir noch? Einen. Baue hier mal den dahin, den so. Also wenn wir demnächst genug Ressourcen haben, sollten wir hier noch mehr von bauen. Dass wir wenigstens die Kupferschmelzanlage komplett auf Elektro umstellen. So, wie schaut's hier aus mit dem Wasser? Kiste ist noch nicht voll, richtig? Nee, gut. Trotzdem hätte ich daraus gerne schon mal eine Eisenkiste gemacht. Stahlkiste meine ich. So. Available Performance 100%, Available Performance 80%. Alles gut, alles gut. Brennstoffblöcke haben wir noch und nöcher. Es staut sich bis ganz oben, ha? Ja. Plastik kommt nichts mehr an, weil wir wahrscheinlich keine Kohle oben haben. Okay, dann verteile ich kurz ein paar von den Fuel Blocks, damit ich mehr Platz im Inventar habe. So. Und hole den Kohle von unten. Für die Plastikgeneration. Achso, euch könnt ihr dann auch gleich mal auffüllen. Lalala. Noch mehr Platz. Platz, 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 Platz. Warum machst du nichts?
Sobald du 200... okay, ich... Ich glaube, jeder bekommt jetzt zwei Ärmchen. Ein normales Ärmchen und ein kurzes Ärmchen. Damit sich hier nichts staut. Das ist doch ein wenig schade, wenn so Ressourcen verloren gehen. So, du hier. Du hier. Genau, komische, nicht notwendige Masten werden abgerissen. Oh, hier ist ein Fehler. So. Ja. Also Meisen ist krass. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Very Fast Inserter. Genau, brauchte die panzerbrechende Munition jetzt normale Munition? Nein, brauchte sie nicht. Das heißt, die Fabrik hier kann weg. Weg, weg, weg. Eisen staut sich einfach. Sehr komisch. Ah, Stahl wird nicht mehr hergestellt und Stahl wird auch nicht irgendwo gepuffert. Das ist nicht ganz so gut. Das Fließband ist nur für Stahl, ne? Stahl und später Chips, ja. Das heißt... Okay, okay. Ich mach da jetzt mal eine Stahlkiste hin. Kiste? Kiste. Das kommt alles in die Kiste rein. Oh, warte, die Half-Output packen die jetzt nach links? Nein. Das ist doof. Ah, das ist echt doof. Also mein Plan war jetzt, allen Stahl hier einzulagern. Du müsstest dann noch da reingelagert werden. So, also allen Stahl in die Kiste da einzulagern und von der Kiste dann auf die von oben kommende linke Seite das zu legen. Also, ne, von ganz normal gesehen, rechte Seite hier, der Stahl. Das Problem ist nur, dass anscheinend alle Ärmchen, auch die halben Ärmchen, die Sachen immer rechts von sich ablegen. Also wir müssen jetzt hier wieder so ein Gewusel bauen. Na gut, wenn wir Gewusel bauen müssen, bauen wir Gewusel. Das ist, lässt sich nicht ändern. So. So. KZ-Gewusel. So, jetzt sammelt sich alles da. Du brauchst noch Brennstoff. Du brauchst richtigen Brennstoff. So. Also, es staut sich alles da und wir haben jetzt wieder einen höheren Eisenverbrauch, damit sich unten beim Eisen nichts staut. Gut. Zahnräder haben wir auch. Die Kiste da ist gefährlich. Genau. Keinen Fall anrühren. Wobei wir das eigentlich beim... Sollten wir bei allen Ressourcen so machen. Das ist noch schwierig umzusetzen mit den Kisten. Sollen wir bei dem Kupferdraht. Wie machen wir das da? Setzen wir jetzt hier drei Kisten hin und machen jetzt zum Dreifachgewusel? Nee, das geht nicht. Oh, rote Chips stauen sich. Da klaue ich mal ein paar von. Ja. Grüne Chips sowieso. Lalala, so. Grüne Chips. Grüne Chips sind auf einer... Oh. Die beiden Fabriken befördern dasselbe Fließband, richtig? Ja. Gehen alle auf die Seite von dem Fließband. Das heißt, wenn wir dich nicht da hinsetzen, sondern... Oh, ist der falsche. Sondern da hinten hin könnten wir hier eine Kiste machen. Hier. Dann müssten wir jetzt nur da unterirdisch machen, damit der Stahl weiterkommt. So, so. Ne, so. So. Und dann von da einen langen Arm. Was? Einen langen Arm. Warum legst du es nicht auf die rechte Seite, Junge? Du wolltest doch sonst immer auf die rechte Seite legen.
Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Können wir die Seiten tauschen, aber irgendwie bin ich gerade verwirrt. Also wir haben das Ganze hier extra so gemacht, weil die Dinger immer auf die rechte Seite gelegt werden wollten. Also von oben kommt rechte Seite, die Seite hier vom Fließband. Und jetzt will er das nicht. Okay, wenn er nicht will, dann will er nicht. Das hinterfrage ich jetzt nicht. Ich baue das Ganze einfach anders. Ich baue das so. Dann habe ich hier... Wo sind meine normalen Ärmchen? Ich baue normale Ärmchen. Da habe ich hier ein Ärmchen. Das kommt auf dem Fließband. Oh, sehr schön. Ölverarbeitung. Forschung mache ich gleich weiter. So. So. Jetzt haben auch grüne Chips eine Zwischenkiste. Warum bekommst du so langsam nur Draht? Achso, ah, Mist. Du hast nur ein langsames Ärmchen für Draht. Das ist nicht gut. Bau schnelle Ärmchen. Da. Mehr schnelle Ärmchen. Ja, die Ärmchen hier müssen durch sehr schnelle irgendwann mal ersetzt werden und die langsamen langen Ärmchen durch schnelle lange Ärmchen. Das sollte ich wohl als nächstes erforschen. Die besseren Ärmchen. Genau, Fast Half Output Inserter und Very Fast Output Research. Brauchen auch keine blauen Tränke. Das heißt, während das jetzt forscht, können sich die blauen Tränke nach und nach stauen. Was sehr gut ist. So, das hätten wir also auch. Ich müsste wahrscheinlich bald wieder auf Kampfsachen forschen. Denn das haben wir seit einer Weile jetzt vermieden. Und ich gucke mal, ob die Gummibäume vielleicht schon oben sind. Aber ich denke, das wird nicht genug Zeit gewesen sein. Das waren jetzt vielleicht 10 Minuten oder so. 1, 2, 3. Hier kommt Licht hin. Autosave, so. Oh, die sind doch schon fertig. Okay, Licht. Wir haben kein Licht. Baulicht. Da. Licht. Licht. Zeug, 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 Zeug. Nope, das sammelt sich langsam. Da, 27 Stück. Wie schnell werden die eigentlich hergestellt? Müsste recht schnell sein. Geht so. Wenn wir davon nachher 300 Stück haben, ich weiß ja nicht. Aber gut. Setzen wir euch schon mal neu. Ein bisschen zumindest. Derweil packe ich schon mal hier ein paar neue in die... Nicht du. Hier ein paar neue in die Warteschlange. Was brauchen wir noch? Normale Ärmchen brauchen wir noch. Fließbänder kann ich mir jederzeit klauen. Rote Fließbänder. Hatte ich die nicht vorhin schon mal gebaut? Komisch. Na gut, Samen sind fertig. Bau mehr hiervon. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Und das wird dann nachher so ein richtig schön großes Feld, wo wir dann alle Nase lang durchrasen, um noch mehr zu bauen. Und später ist hier ein richtig dichter Wald bis zu den Fließbändern hin, der alles an Smog aufsaugt, was geht. Das ist der Plan. Mal gucken, wie gut der Plan aufgeht. Und das mit dem Staunen sehe ich noch nicht so wirklich bei den blauen Tränken, ne? Nee. Okay. Aber wir brauchen sowas von schnellere Fabriken. Also wenn das durch ist, gucke ich gleich mal, ob wir bessere Fabriken bauen können. Woran hapert es bei dir? Einfach nur bei der Baugeschwindigkeit, ne? Ja. Mist, Mist, Mist. Oh, und hier muss Licht nach unten kommen. So. So. Okay, was hatten wir noch? Also die Schmelzöfen oben haben wir angefangen richtig zu sortieren. Wie sie endgültig später stehen, müssen wir dann gucken. Sie helfen jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen bei der Kupfererzeinschmelze. Wir haben unsere blauen Tränke, die produziert werden, werden auch recht langsam.
Wir haben ein paar Kisten eingebaut als Puffer, wodurch das Ganze schon mal ein wenig ressourcenfreundlich ist, weil die Ressourcen halt eingelagert werden. Was wir allerdings noch nicht bei allen Sachen gemacht haben, was aber nicht schlimm ist. Plastik. Oh, genau. Ich wollte Kohle holen und das zum Plastik hochbringen. Da. Das Kohlefeld wird auch immer kleiner. Du runter, du dahin, du dahin, du da rum. Rum. Eine Kohle.